Sebastian Huber und ich, Fritz Sergic, wir werden euch heute ein bisschen unser cooles Medien-Startup vorstellen. Wir haben vor 4 Jahren die seriöseste Nachrichtenzeitung Österreichs gegründet und wir werden heute so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen gewähren, werden ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen, ein bisschen darauf eingehen, wie wir arbeiten und so einfach ein bisschen aus unserem Alltag erzählen. Ich fange vielleicht gleich einmal an und gehe ganz zurück an den Anfang, vor ziemlich genau 4 Jahren, wie das eigentlich war, als ich die Tagespresse gegründet habe. Ich war damals noch auf der Uni und habe irgendwie eine wichtige Prüfung gehabt, für die ich lernen musste. Und wie jeder normale Mensch habe ich natürlich nicht gelernt, sondern war auf Facebook. Und sehe dann in meinem Newsfeed auf einmal diese Schlagzeile. Linie übertreten, Rekordsprung von Felix Baumgartner aus 39 Kilometern Höhe für ungültig erklärt. Und so meine erste Reaktion war einfach so, was hat sich dieser Baumgartner jetzt schon wieder geleistet? Das gibt's ja nicht, unglaublich. Und bin dann voll drauf reingefallen. Ui, das ist ganz schön laut hier eigentlich. Hab dann gesehen, das ist vom Postillion. Kann man das ein bisschen lauter drehen von drüben? Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt jetzt noch hört, aber ich höre mich selbst kaum noch eigentlich. Ja, hört ihr mich alle gut? Können wir weitermachen? Okay. Na, wenn ihr mich eh gut hört. Ich rede einfach noch ein bisschen lauter, ich schreie einfach, bis ich heiser werde. Hab dann gesehen, Deutschland, seriösestes Medium, sehr geil, gefällt mir. Warum gibt es sowas nicht in Österreich? Ausgerechnet in Österreich, wo so viel Scheiß passiert, sorry, es ist so. Und habe mir dann irgendwie gedacht, ja, wenn niemand so eine Satire-Seite gründet, dann musst halt du das machen. Und ich habe diesen Gedanken dann irgendwie sofort als total absurd verworfen, weil ich mir gedacht habe, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas Lustiges produziert, wie soll das gut gehen? Aber ich habe mich da trotzdem irgendwie, mir ist der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe mich mal hingesetzt und habe mal so einen Satire-Artikel geschrieben. Das war der erste Artikel. Er ist ziemlich schlecht, darum schalte ich jetzt gleich weiter zum nächsten. Und habe halt begonnen eben zu schreiben und habe die Artikel online gestellt. Und wenn man jetzt so einen Blog hat und dieser Blog ist voller Fake News Nachrichten, wie schafft man es, diese Nachrichten unter die Menschen zu mischen? Ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich habe mich inkognito im Standard Forum registriert. Das ist so, wer das nicht kennt, das ist sowas wie der Höhepunkt, der Schmelztegel der Zivilisation in Österreich. Und ich habe halt einfach so unter einschlägigen Artikeln, wenn es zum Beispiel um die Hypo ging, habe ich einen Artikel über die Hypo geschrieben und habe den im Standardforum gepostet. Hey, Orga-Artikel, die Tagespresse hat das wieder sehr lustig zusammengefasst. Haha, Link. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute das sehr schnell auf Facebook geteilt haben. Und sobald was auf Facebook ist, also muss es ja stimmen. Und die Leute sind halt irgendwie drauf reingefallen. Und so sind wir recht schnell gewachsen. Und eigentlich nach 3 Wochen schon hatte ich dann den ersten Wow-Moment. Und zwar mit diesem Artikel. Das war, wie Edward Snowden gerade in aller Munde war. Jeder hat sich gefragt, wo ist Edward Snowden? Und ich habe einfach einen Artikel verfasst, habe geschrieben, Edward Snowden ist in Wien, weil er vertraut auf die Trägheit der Justiz und quasi hier in Österreich muss er nie Angst haben, dass er in die USA abgeschoben wird, weil ja alles so lang dauert. Und naja, wie war das dann? Ich habe das gepostet auf Facebook und ich hatte dann irgendwie so 20 Leser. Ich habe so ein Echtzeit-Tool, Google Analytics, das werden die meisten wahrscheinlich eh kennen. Da sieht man halt immer, wie viele User zum jetzigen Zeitpunkt online sind. Und am Anfang waren so 20 Leute online, dann ist es irgendwie hochgegangen. Plötzlich waren 40 online, 500, 1000, 1200. Und dann ist was Lustiges passiert, dann haben gewisse Leute begonnen, den Artikel zu tweeten. Am Anfang halt Österreicher, dann deutschsprachiger Raum. Dann hat es irgendjemand übersetzt und hat getweetet, Edward Snowden is in Vienna, confirmed by Austrian border officials. Und dann ist es irgendwie explodiert, dann ist es sogar kurz irgendwie trending gewesen und es haben irgendwie mehrere tausend Leute gedacht, Edward Snowden ist in Wien. Und erst danach wurde es richtig lustig, dann gab es Medienanfragen an den damaligen Sprecher vom Außenminister Spindelegger
ob denn Edward Snowden in Wien ist, ob das stimmt. Und der hat das natürlich dementieren müssen. Und zu dem Zeitpunkt haben halt wahrscheinlich einige 10.000 Leute geglaubt, Edward Snowden ist in Wien. Und kennst du vielleicht diesen Moment, wenn ihr irgendwie Scheiße baut, wenn ihr eine teure Vase umhaut oder so, und ihr habt so diese Sekunde, wo ihr denkt, Scheiße, jetzt habe ich echt Mist gebaut. Und diesen Moment hatte ich irgendwie, als ich dann gesehen habe, dass der Spindelegger-Sprecher das dementiert hat. Aber dann wurde es noch besser, dann haben plötzlich alle Medien auch noch darüber berichtet. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, also so schlimm war es dann auch nicht, die Leute nehmen das mit Humor und man checkt dann schon irgendwie, dass der nicht wirklich in Wien ist. Und das, was auf der Tagespresse steht, nicht ganz stimmt, das steht ja eh darunter. Es ist nicht so, dass wir das irgendwie verheimlichen würden. Aber das war so irgendwie der erste Erfolg sozusagen, das erste Erfolgserlebnis für die Tagespresse. Ja, kurz danach sind Jürgen Marschall und ich dazugekommen, vor fast schon 3 Jahren, und mittlerweile ist das Team auf 6 Autoren angewachsen. Unser Ziel ist, mindestens 5 Artikel pro Woche zu schreiben, die möglichst gut sind. Das klingt jetzt nicht wie das ambitionierteste Ziel, aber ist oft gar nicht so leicht. Und mittlerweile lesen uns 315.000 Facebook-Fans, es geht eigentlich nach oben die ganze Zeit. Sprich, man hat eine gewisse Erwartungshaltung beim Publikum schon. Es ist nicht mehr wie am Anfang, wo jeder Fehler verzeiht wird, sondern unter jedem Artikel von uns steht, wir waren früher lustiger, unter jedem Einzelnen. Es ist sogar im ersten Artikel gestanden. Ja. Und wir haben ca. 1,2 Millionen Visits pro Monat und 700.000 Unique Clients. Sind es einfach immer die langweiligen Zahlen für die Statistiker. Wie wählen wir Themen aus? Wir schauen uns zuerst an, was ist das aktuellste Thema, das eine gewisse Relevanz hat in ganz Österreich. Wir lesen die wichtigsten Tageszeitungen, wir schauen auf Twitter, welches Thema wird von den Influencern besprochen und was wird am meisten geteilt. Also es gibt Themen, die werden von den klassischen Medien eher vernachlässigt, sind aber im Internet ziemlich groß und die versuchen wir dann zum richtigen Zeitpunkt zu behandeln. Wir schauen uns auch an, was regt die Leute auf. Ein Thema, das emotional ist, zum Beispiel im Wahlkampf, was die ganze Zeit im Bundespräsidentenwahlkampf ein Norbert Hofer-Thema ist, immer ein emotionaler Aufreger. Das heißt, wir bekommen viele Leute auf die Seite, die wirklich aufgeladen sind mit Wut. Solche Themen sind immer gut. Über was wird geredet, sprich, welche Themen fallen uns auf im Alltag. Also zum Beispiel jüngstes Beispiel Fidget Spinner, einfach entwickelt für ADHS-Kinder zur Beruhigung, was ein Massentrend geworden ist, was ziemlich viel über die Gesellschaft aussagt, glaube ich. Und über eben solche Begriffe und Buzzwords versuchen wir auch zu schreiben, also das wirkliche Geschehen in der Gesellschaft und in der Netzöffentlichkeit auch ein bisschen wiederzuspiegeln. Dann gibt es zeitlose Dauerthemen. Bestes Beispiel sind die Eurofighter. Das Thema zieht sich eigentlich in Österreich wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit noch dahin. Kann man immer wieder mal was dazu machen. Ist einfach ein latent aktuelles Thema. Und gute Witze versuchen wir auch ab und zu einzubauen, die dann Anstoß sind für einen Artikel. Und diese Mischung versuchen wir zu machen, dass es interessant ist für die Leser. Genau, dann ganz kurz zum satirischen Know-how, einfach für die Leute, die Interesse daran haben, wie macht man eigentlich Satire im Internet, welche Grundregeln gibt es da? Ganz wichtig ist das L-Prinzip. Jede Pointe erzeugt eine Erwartungshaltung, das heißt eine gerade Linie, und dann wird die Erwartungshaltung gebrochen. Das heißt, wenn man sich die Form eines Ls vorstellt, ist das die idealtypische Form einer guten Pointe. Erwartungshaltung, Setup und dann die Punchline, die bricht die Erwartungshaltung. Je größer je härter dieser Winkel ist, also im Idealfall wie beim L, desto größer ist auch die Resonanz beim Leser, weil er nicht damit rechnet, oh, diese Verbindung, das überrascht mich jetzt, da muss ich lachen. Setup und Punchline erzählen 2 Geschichten. Das heißt, eine Tagespresse-Headline sind immer 2 Geschichten, die auf ungewöhnliche Weise verbunden werden. Beispiel Norbert Hofer-Tempelberg-Affäre.
Da hat er gesagt, er war dort, es hat er hin und her gegeben. Und wir haben dann die Headline gemacht, er war beim Tempelberg und er hat einen Bettler geheilt, der gelähmt war. Und man verbindet einfach zwei Geschichten. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament und die Geschichte von Norbert Hofer und formen sie dann zu einer Tagespresse-Headline. Im Text verwenden wir öfters die Dreierregel. Die Dreierregel geht folgendermaßen: Wenn man jetzt sagt, meine Hobbys sind Radfahren, Lesen und Heroinspritzen, dann passt das dritte nicht dazu. Sprich, also für manche Leute schon, also keine Ahnung. Muss im Endeffekt jeder selber wissen, ganz ehrlich, aber durch diese Dreierregel kann man dann einen schönen Kontrast erzeugen durch sehr, sehr einfache Mittel, wie jetzt gerade, einfach irgendwas erzählen und das dritte passt nicht zur Kette dazu. Dann verwenden wir auch das Stilmittel der Umkehrung und der Übertreibung. Die Umkehrung ist ein sehr klassisches satirisches Stilmittel. Wir gehen aus von dem Setup, Michael Häupl trinkt ab und zu gerne einen Spritzwein. Die satirische Umkehrung funktioniert dann folgendermaßen: Michael Häupl mit 0,0 Promille in der Innenstadt erwischt. Das heißt, man bricht so die Erwartungshaltung, die ein relativ plumpes Klischee ist, und Häupl wird mit 0,0 erwischt. Die Wiener sind jetzt irgendwie in Sorge, geht es ihm nicht mehr gut oder so. Und die satirische Übertreibung ist, dass man einen Fakt isoliert und ihn dann stark übertreibt. Zum Beispiel Norbert Hofer, er hat erzählt, er war dort und hat eine wilde Geschichte erlebt. Wir haben diesen Fakt genommen und haben ihn übertrieben zu einer Geschichte, die er nicht erlebt haben kann, weil er hat wahrscheinlich keinen gelähmten Bettler geheilt. Wir können es nicht beweisen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Dann gibt es natürlich mögliche Fehlerquellen bei dieser ganzen satirischen Arbeit. Humor hat immer ein anarchisches Moment. Das heißt, egal wie lange man Satire macht, man kann nie zu 100% vorhersagen, geht diese Headline auf, geht diese Pointe auf. Es gibt immer Überraschungen. Manchmal funktionieren Headlines gut, wo wir uns gedacht haben, die ist scheiße, und umgekehrt. Juristisches haben wir auch noch. Das ist nicht so unwichtig, wenn man Satire macht, dass man ein bisschen drauf schaut, dass es ein Tatsachensubstrat gibt. Von dem reden Juristen recht gerne, wenn es um Klagen geht. Sprich, man darf jetzt nicht irgendwas sagen, der und der ist ein Nazi, wird man ziemlich sicher verklagt werden. Das heißt, man muss immer aufpassen, gibt es ein Tatsachensubstrat für die satirische Überhöhung, die wir machen, oder gibt es das nicht? Wenn es das nicht gibt, dann schauen wir eher drauf, dass wir dann so eine Headline nicht bringen. Wobei ich da noch dazu sage, viele Leute fragen uns verständlicherweise, ob wir halt mal verklagt wurden. Und man würde es nicht erwarten, aber man darf tatsächlich Fake News über andere Leute veröffentlichen. Also das darf man wirklich machen. Wir dürfen tatsächlich ins Internet gehen und schreiben, Werner Feimann ist ein Schaffner bei den ÖBB. Solange man nicht irgendwie eine gewisse Grenze überschreitet, nicht? Also wir dürften zum Beispiel nicht schreiben, Werner Feimann hat eine Bank überfallen. Wir dürften das aber schreiben, wenn Werner Feimann im echten Leben tatsächlich eine Trafik überfällt, weil dann wird ein Tatsachensubstrat geschaffen, und Tatsachensubstrat, das ist eben so ein Wort, das hängt bei uns im Büro ganz groß, das ist unser Lieblingswort, das ist das, wonach wir suchen, weil wir haben halt ganz einfach echt kein Geld für Anwälte, das ist einfach so. Stimmt. Was macht einen guten Tagespressetext aus, unabhängig von diesem trockenen satirischen Know-how? Sehr, sehr wichtig ist natürlich ein Bild. Ein Bild zieht Aufmerksamkeit sofort auf sich, viel schneller als der Text. Das heißt, ein guter Tagespressetext hat auch ein sehr gutes Bild im Idealfall. Also wir sehen, ein gutes Bild wirkt sich direkt auf die Klickzahlen aus. Ein gutes Tagespressebild illustriert den Inhalt der Pointe auf den ersten Blick. Das heißt, es sollte das Thema des Textes auf dem Bild zu sehen sein, auf dem ersten Blick im Vordergrund. Das heißt, wenn der Kahlenberg in Wien ausbricht, dann sieht man ihn sofort ausbrechen und nicht irgendwas anderes, sondern man hat sofort die Referenz dazu. Der Stil der Tagespresse ist angelehnt an traditionelle Newsmedien. Das heißt, wir versuchen die Sprache von der Standard.at und die Presse.com ein bisschen satirisch
zu verarbeiten. Das heißt, wir verwenden auch Floskeln, die Journalisten gerne verwenden, und manchmal schiefe Metaphern. Das ist auch ein Spezialgebiet von Journalisten, weil die meisten sehr schlecht sind sprachlich. Und wir auch, also das bedingt sich gegenseitig. Der Zeitpunkt ist auch wichtig, wann wird der Text gepostet. Oft ist es so, ein Thema baut sich auf, man merkt auf Twitter, immer mehr Leute tweeten dazu, es wird ein Trend. Dann ist es meistens noch zu früh, dann muss man noch ein paar Stunden warten und dann das Thema posten, dann hat es mehr Resonanz, als wenn man zu schnell, das ist ein klassisches Twitter-Thema in der Redaktion, wo man sagen, das verstehen irgendwelche 10 Hanseln auf Twitter, die 24 Stunden online sind, aber der normale Leser versteht es einfach nicht. Das heißt, der Zeitpunkt eines Themas ist auch sehr wichtig. Die Länge eines Tagespressetextes ist ca. 200 Wörter. Sind wir im Laufe der Zeit draufgekommen, das ist die Anzahl der Wörter, wo die Absprungrate der Leser möglichst gering ist. Das liest man sich noch durch. Und wichtig sind auch die Zwischenüberschriften, dass der Leser sich schnell orientieren kann im Text. SEO machen wir auch ein bisschen, Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, die Keywörter, die im Text in der Headline vorkommen, sollen auch im Text vorkommen. Da gibt es Plugins, mit denen wir das machen. Das heißt, wir kommen da nicht drum herum. Jo, wir sind ja hier auf einem so Online-Marketing-Festival. Das heißt, es sind jetzt sicher viele Leute hier, die sich auch für das kommende, für den kommenden Themenblock in unserem Vortrag interessieren werden. Es wird jetzt extrem technisch und kompliziert und Facebook-mäßig, also alle anderen werden jetzt ein bisschen gelangweilt sein, aber wenn Sie sich so mit Marketing und Facebook beschäftigen, wir erklären jetzt ein bisschen, wie man, auf welche Zahlen wir achten, wenn wir auf Facebook was posten, nicht? Wir sind über Facebook groß geworden. Wir haben bis heute 70% unserer Klicks über unsere Facebook-Seite. Wir haben auf der Facebook-Seite 330.000 Abonnenten mittlerweile und alle anderen Kanäle sind für uns unwichtig. Wir haben 10% der Leute kommen über Google, ungefähr 15% kommen direkt, also einfach Leute, die sich denken, hey, was hat die Tagespresse wieder gepostet, und die direkt auf unsere Seite gehen. Twitter 0,1%. Also Twitter ist irgendwie heute anscheinend, spielt das eine irrsinnig große Rolle, aber tatsächlich nicht, spielt sich das nicht in den Zahlen wieder bei uns. Wir haben eigentlich nur so 0,1 bis höchstens 1% Klicks, die wir über Twitter bekommen. Das heißt, wir achten immer sehr genau darauf, was wir wie, wann posten auf Facebook, wie viel wir posten. Vor allem deshalb, weil wir uns es nicht leisten können, dass wir irgendwie Geld reinpulvern darin, dass die Artikel sich verbreiten. Wir sind davon abhängig, dass sie sich selbst verbreiten. Auf welche Regeln wir da achten, das erzähle ich euch gleich. Wir haben klassischerweise eine Engagementrate von 2-5%. In der Regel erreichen wir deutlich mehr Leute als jene, die uns geliked haben. Wir haben 330.000 Facebook-Abonnenten und in der Regel haben wir 400.000 bis 500.000 Leute, die unsere Postings sehen. Also da ist ein ganzer Haufen dabei, der uns eigentlich gar nicht abonniert hat. Es ist immer sehr interessant, nach genau einer Minute auf der Facebook-Seite auf Refresh zu klicken. Man glaubt nicht, wie viele Leute auf Like klicken, bevor sie überhaupt den Artikel gelesen haben. Darum schaue ich immer nach einer Minute, wie viele Likes der Artikel kriegen wird. Und es ist immer ein ganz verlässlicher Indikator dafür, wie gut der Artikel die nächsten 10 Stunden rennen wird. Ja? Und wie gut die Stimmung im Büro ist, muss man auch dazu sagen. Was? Wie gut die Stimmung im Büro danach ist. Und wie gut die Stimmung im Büro danach ist. Also da gab es schon Wutausbrüche und unschöne Szenen. Zu Spitzenzeiten, wenn wir schaffen, ein sehr, sehr aktuelles Thema sofort zu verarbeiten, gehen wir rauf auf 100 bis 150 Likes. In der Regel liegen wir so zwischen 20 und 70 Likes. Wenn wir weniger als 20 Likes nach einer Minute haben, dann rollen einfach die Köpfe. Also Sebastian ist auch erst seit 2 Wochen da. Ja. Wir haben eine sehr hohe Durchlaufrate. Und wie ich schon erwähnt habe, wir können uns einfach keine Werbung leisten, wir wollen uns keine Werbung leisten und es hat auch keinen Sinn, Artikel mit Werbung zu pushen. Das machen irgendwie einige Medien. Wir sehen irgendwie den Sinn dahinter nicht und weiß nicht, wir gehen lieber essen um das Geld. Wie machen wir das? Also was ist so die Strategie? Wir haben eigentlich gar nicht so eine komplizierte Strategie.
jeder von euch, der sich mit Facebook ein bisschen auskennt, wird jetzt sagen, das sind eigentlich Sachen, die man vielleicht intuitiv befolgt, zumindest die meisten davon. Ne? Wir verfolgen auf Facebook einmal ein Hauptziel. Ja? Wir wollen auf Facebook Klicks generieren. Was noch? Als nächstes wollen wir auch Klicks generieren, noch mehr Klicks. Sonst irgendwas? Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, das sind Klicks. Wird der Witz noch besser? Man kann uns übrigens für Vorträge buchen, will ich nur an dieser Stelle erwähnen. Klicks, Klicks, noch mehr Klicks und irgendwo auch Brandbuilding. Ja? Also wir wollen halt irgendwie mit den Fans in Kontakt bleiben und irgendwie schauen, dass die Leute uns nicht vergessen, dass sie irgendwie ein gutes Bild von uns haben und dass wir einfach bekannter werden. Ja? Das heißt, wir posten halt primär Artikel. Wir posten eigentlich hauptsächlich Artikel, hin und wieder mal ein Bild, aber primär Artikel, weil wir in erster Linie Klicks erzielen müssen. Und wie machen wir das? Ja, ich gehe gleich darauf ein, wie wir das machen. Davor mache ich aber einen kurzen Ausflug und rede über den sogenannten EdgeRank. Dieser EdgeRank, das ist der Facebook-Algorithmus. Das ist heute, kann man irgendwie sagen, ich will fast sagen, es ist der wichtigste Journalist der Welt mittlerweile. Es ist so eine Art künstlich intelligenter Journalist. Früher bei einem klassischen Medium hat ein Journalist, ein Mensch entschieden, welche Artikel reinkommen, welche nicht. Und heute bei Facebook entscheidet das ein extrem ausgetüftelter Algorithmus, der über 100.000 Faktoren einberechnet. Man weiß nicht genau, wie er funktioniert. Man geht davon aus, dass es 100.000 verschiedene Faktoren sind. Aber in so Branchenblogs wurden einige Punkte identifiziert, die halt ganz offenbar ganz wichtig sind. Das Wichtigste ist mal, wie alt ist der Post? Facebook will uns natürlich in unserem Feed keine Postings vom letzten Jahr anzeigen, sondern sie sollen möglichst aktuell sein. Das merken auch wir bei der Tagespresse, wenn wir aktuelle Themen anschneiden. Das ist irgendwie viel mehr, da erreicht man irgendwie viel mehr eine Emotion bei den Leuten. Und genau das musst du auch irgendwie erreichen, wenn du irgendwie Satire oder Comedy machst. Die Engagementrate ist wichtig. Wenn es ein Posting, wenn wir was posten, wenn wir einen Artikel posten und der Artikel ist urschlecht und wir haben nur 7 Likes nach 3 Minuten, dann wird der Facebook-Algorithmus einfach entscheiden, okay, das ist ein schlechter Post, dann sehen dann halt viel, viel weniger Leute. Umgekehrt, wenn wir viele Likes kriegen, dann kann ein Post auch explodieren. Euer bisheriges Verhalten trägt ganz, ganz entscheidend dazu bei, ob ihr unsere Artikel seht, ob ihr andere Artikel seht oder ob ihr Katzenvideos seht. Der Facebook-Algorithmus ist so intelligent, der erkennt sofort, was ihr mögt. Ja. Der merkt sich nicht nur, wie oft ihr Tagespresseartikel oder Standardartikel oder Kronenartikel geliked habt, der merkt sich auch, wie oft liked ihr Videos, liked ihr eher so Tiervideos und so weiter und so fort und erstellt ein statistisches Profil von euch. Das heißt, wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur Katzenvideos liked, wenn das das Einzige ist, was ihr liked, dann werdet ihr irgendwann auf Facebook auch nur noch Katzenvideos sehen. Weil der Facebook-Algorithmus hat in Wirklichkeit ein Ziel und das ist es, einfach die User so lange wie möglich anzubinden an den Newsfeed, sodass wir dann im Idealfall stundenlang wie die hirnlosen Zombies durch den Newsfeed scrollen. Und genau da wollen wir hin. Wir wollen eben, dass uns diese Zombies auch sehen und dass wir eben genau in diesen Newsfeed reinkommen. Reaktionen von Freunden sind wichtig. Das ist auch in den letzten Jahren wichtiger geworden. Wenn irgendwie 3 Freunde von uns einen Tagespresseartikel geliked haben, dann ist die Chance auch höher, dass wir den sehen. Und die Art des Posts, das habe ich auch schon erwähnt. Wenn ihr irgendwann nur noch Videos liked, seht ihr nur noch Videos. Genau gleich funktioniert das mit Artikeln. Da gibt es einen sehr netten Begriff, den hat die Ingrid Brodnik nach Österreich gebracht. Filterblase, Filterbubble. Filterbubble bedeutet, wir bewegen uns irgendwie in einer Blase und sehen quasi Content, der genau für uns zurechtgekaut wurde und sehen dann eigentlich nichts mehr, was vielleicht irgendwie unser Weltbild stören könnte, erweitern könnte. Und ich habe das immer ein bisschen übertrieben gefunden, bis ich dann tatsächlich gesehen habe von einem Kumpel von mir den Newsfeed und der hatte dann nur Fußballvideos drin. Und ich lese von Natur aus viel so Standard.at und so weiter, ich sehe halt nur Standard.at Geschichten. Und der Kumpel von mir hat keinen einzigen Nachrichtenartikel drin gelesen. Der hat halt nur so Fußballvideos gesehen. Fußballvideos, Fußballvideos, Fußballvideos. Ich habe mir gedacht, das ist eine andere Seite. Also
Filterbubble, das ist halt wirklich so ein Ding. Es kann sein, dass es, obwohl wir 330.000 Facebook-Fans haben, kann es sein, dass es hunderttausende Leute in Österreich gibt, die auf Facebook noch nie einen Artikel von uns gesehen haben. Und viel, viel wichtiger in den letzten Jahren ist die Dauer der Interaktion geworden. Also Facebook misst, wie lange die Leute einen Tagespresseartikel lesen. Und wenn die Leute gleich wieder wegklicken, dann sinkt unsere Reichweite ganz einfach. Also der Facebook-Algorithmus, der ist ziemlich darwinistisch. Wir halten uns daher an gewisse Prinzipien. Wir posten ganz wenig, wir posten kaum alte Artikel. Wir posten Artikel nur dann, wenn wir sie zumindest gut finden. Also gut ist so das Minimum-Qualitätskriterium für unsere Artikel. Und wir haben auch so das Prinzip, wenn wir keine gute Idee haben, dann posten wir halt auch mal nichts. Ja? Meistens trotzdem. Was? Meistens trotzdem, aber wenn dann... Ja. Manchmal passiert es, dass einfach tagelang nichts passiert und du denkst dir so, scheiße, was soll ich schreiben? Und dann tritt aus heiterem Himmel der Mieterlehner zurück und du denkst dir, danke. Der Mieterlehner hat uns echt, Mieterlehner und Kurz haben uns echt irgendwie den Nei gerettet, kann man sagen. Wir haben urviele Klicks und wir hoffen auf baldige neue Rochaden bei der ÖVP, weil es ist immer nett, wenn das passiert. Man wird auch so ein bisschen masochistisch, oder? Wenn man so davon abhängig ist, dass irgendein Scheiß passiert in der Welt. Ganz Österreich schüttelt den Kopf, aber wir in der Tagesredaktion, wir feiern alles, was so passiert in der Innenpolitik. Also man entwickelt so eine ungesunde Distanz, finde ich, zu den ganzen Sachen, zu der Realität und zum Alltag. Wir posten einfach keinen Scheiß, ja? Das ist einfach die wichtigste Regel. Es gibt so viele Leute, die einfach irgendeine Werbung posten, auf Facebook so viele Unternehmen, die das machen, die einfach nur schlechte Werbung posten, die kein Mensch sehen will. Die Presse postet jetzt bezahlte Artikel auf Facebook, wo ich mir auch denke, okay, warum soll ich noch die Presse abonnieren, wenn ich dann ganz normal Werbung sehe auf diese Art und Weise. Wir halten uns daran, dass wir nur Sachen posten, von denen wir das Gefühl haben, die könnten einen großen Teil unserer Leser interessieren und erreichen. Ja? Weil wenn man sich an die Prinzipien erinnern vom Newsfeed-Algorithmus, da haben wir erzählt, euer Verhalten ist wichtig für die Zukunft. Das entscheidet halt mit, wie oft ihr in Zukunft Tagespresseartikel seht. Und wenn ihr zu oft schlechte Sachen postet, die ihr nicht liked, dann seht ihr irgendwann einmal die Tagespresseartikel nicht mehr und unsere Reichweite sinkt. Also das geht ganz, ganz brutal zu. Weniger ist mehr. Also wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, wir posten halt nichts, was wir schlecht finden. Und was bis heute immer noch viele Medien irgendwie nicht gescheit drauf haben, ist, wir achten extrem darauf, dass alles, was wir auf Facebook posten, dass da einfach alles passt. Wir achten voll auf einen makellosen Link-Review. Hier sehen wir einen klassischen Link-Review. Ein Link-Review hat mehrere Sachen. Bei einem Link-Review versuchen wir mal in der Einleitung ganz oben irgendwas zu posten, was die Leute auf das Thema vorbereitet. Dann die Headline. Die Headline muss da reinpassen. Die Headline darf nicht länger als Hausnummer 80 Zeichen sein. Sonst geht es über den Rand raus. Je kürzer eine Headline, das gilt für alle Medien, je kürzer eine Headline in einem Artikel, desto höher, viel, viel höher ist die Engagement-Rate. Und wir haben immer noch eine kleine Beschreibung noch dabei. Und das ist einfach so wichtig, dass da alles passt, dass wir ein aussagekräftiges Bild haben. Wir merken, wenn wir ein schlechtes Bild haben, haben wir auch teilweise viel, viel geringere Reichweite. Bilder animieren einfach Leute total. Also Facebook ist da irgendwie wie Instagram, ein sehr, sehr visuelles, bildlastiges Medium. Ja, wie machen wir Kohle damit? Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, einfach mit Online-Werbung. Wir machen klassische Banner-Werbung, wobei ich das Gefühl habe, dass so kleinere Medien wie wir in den letzten Jahren, die haben es ein bisschen schwieriger. Die ganze Online-Werbung wird umgestellt auf Programmatic. Das heißt, Algorithmen entscheiden, wo wie viel Geld ausgegeben wird und dann verdienen auch Medien damit viel weniger. Wir setzen aber auch auf Native Content, also wir posten auf unserer Webseite Artikel, die wir gekennzeichnet haben und die wir halt einfach für irgendeinen Kunden geschrieben haben und die wir nicht auf Facebook gepostet haben. Da haben wir schon mit allen möglichen Firmen was gemacht. Und wir wenden uns auch zunehmend den altmodischen Medien zu, weil wir den Glauben ans Internet verlieren und jetzt mehr so Richtung Print gehen. Wir haben so ein Buch, das einmal im Jahr rauskommt. Und man kann auch so eine Tagespresseshow jetzt seit September im Wiener Rabenhof-Theater sehen. Also falls ihr mal in Wien seid,
bitte geht's ins Theater. Bitte. Ja, unser größter Hit bis jetzt, was die Kriterien virale Verbreitung angeht, war die Headline, wenn du schon drücken kannst, danke. Brief lag jahrelang auf Postamt herum, Aufnahmebestätigung der Kunstuni erst jetzt an Adolf Hitler zugestellt. Der Artikel hat deshalb so gut funktioniert, weil die Deutschen irgendeinen Bezug zu Hitler haben, den wir nicht gewusst haben davor. Also dass der in Deutschland irgendwie auch gut ankommen ist, der Artikel. Der hat 1,5 Millionen Klicks gehabt und der Inhalt war, dass die Aufnahmebestätigung einer türkischen Familie in Linz zugestellt worden ist. Hier sieht man die Familie und die Aufnahmebestätigung von Hitler. Und die Reaktionen darauf waren sehr interessant, weil ganz viele Menschen geglaubt haben, dass es tatsächlich passiert ist. Ein User schreibt, Millionen Menschen mussten sterben, weil so ein verfickter Briefträger seinen Job nicht gemacht hat. Also das ist wirklich, da haben wir die Leute wachgerüttelt, dieser verfickte Briefträger einfach, geht überhaupt nicht. Und das passiert natürlich schon immer wieder, dass Leute die Artikel für bare Münze nehmen, aber bei dem Artikel war es wirklich so oft der Fall wie nur bei keinem davor. Ja, man wird gar nicht glauben, was für Leute auf Satire-Meldungen reinfallen. Ich muss ja jetzt mit einem Mythos mal brechen. Ja. Es gibt irgendwie seit Jahren den Mythos, dass Strache auf die Tagespresse reingefallen ist einmal. Strache ist auf so ziemlich jede Satire-Seite im gesamten deutschsprachigen Raum reingefallen. Postillon, Weltpresse, an den Aprilscherz von der Presse hat er mal geglaubt. Aber leider nie auf uns, nie auf die Tagespresse und das ist echt irgendwie ein Schlag fürs Ego und darum rede ich irgendwie nicht gern drüber. Aber auf uns ist er tatsächlich nie reingefallen. Er postet immer wieder gerne Artikel, die wir über die SPÖ schreiben oder die mal irgendwie in den Kram passen. Aber witzigerweise haben sich weder er noch Politiker von anderen Parteien außer der ÖVP über Artikel aufgeregt, die wir über sie geschrieben haben. Ja, wir haben natürlich irgendwie, Satire hat natürlich eine gewisse gesellschaftliche Funktion auch nicht. Also es geht eben nicht nur um Spaß, sondern Satire gibt es eigentlich schon seit den alten Griechen. Im Mittelalter gibt es diese hofnahe Kultur. Und Satire hat deshalb immer diesen Bestand, finde ich, weil halt Satire so ein irrsinnig mächtiges Werkzeug der Kritik ist irgendwo. Danke. Danke. Vielen Dank. Was macht Satire? Indem wir zum Beispiel gewisse Dinge übertreiben, indem wir eine Headline komplett übertreiben, können wir Missstände sichtbar machen. Wir machen Missstände größer, wir übertreiben sie, machen sie größer und dadurch werden sie sichtbar. Und wir können auch gewisse Narrative etablieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letzten Juni, kurz nach dem Brexit-Votum der Briten, sind die Briten von Island aus der EM rausgekickt worden. Und wir haben dann draus gemacht, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell, die Briten sind rausgewählt worden und dann haben sich für den Brexit entschieden. Und dann gab es irgendwie so in Großbritannien diese Stimmung so, na, wir wollen noch nicht weg, wir wollen noch nicht weg, wir wollen noch ein bisschen dabei bleiben bei der EU. Und dann sind sie aus der EM rausgeflogen und dann haben wir geschrieben, England will noch ein bisschen weiterspielen bei der EM und noch nicht quasi heimfahren. Und dadurch, dass wir diesen Connect gemacht haben zwischen Brexit und schwere Schmach gegen Island, kann man irgendwie so den Brexit mit dem Narrativ der Niederlage etablieren. Wir erzählen so quasi die Geschichte, der Brexit ist eine Niederlage. Und so wird Satire eigentlich ein extrem subtiler Weg, um genau solche Narrative zu transportieren und irgendwie in den Köpfen der Menschen aufzustellen. Und das funktioniert auf einer sehr unbewussten Ebene, finde ich. Das ist ganz interessant. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir so zum Diskurs immer beitragen können. Manchmal gelingt es nicht so ganz, zum Diskurs beizutragen. Es gibt gewisse Themen, die schwieriger sind als andere, zum Beispiel Artikel über Norbert Hofer oder Recep Tayyip Erdogan. Wir sind dafür von türkischen Hackern auch mit einer DDoS-Attacke bestraft worden und unsere Server waren kurzfristig offline, weil wir über 2000 Zugriffe pro Sekunde von einem Bot-Netzwerk bekommen haben.
und mehrere User äußern dann ihre Emotionen, die meistens dann negativ sind. Und wie geht man dann mit negativem Feedback um, auch als Unternehmen? Also zuerst muss man mal die Gründe kennen, die sind sehr vielschichtig, also den einen Grund gibt es nicht, warum jetzt wer ein Hassposting schreibt, es sind sehr viele verschiedene kleinere Gründe. Einer ist, kann sein Anonymität, das heißt ein Fake-Account, ist nicht so häufig, wie man glaubt, das ist, sehr viele Leute schreiben mit Klarnamen die härtesten Hasspostings. Viel wichtiger ist unserer Ansicht nach das fehlende menschliche Gegenüber. Das heißt, die Face-to-Face-Kommunikation fällt im Internet weg und man kann viel eher jemanden sehr, sehr hart kritisieren, beschimpfen oder Verhetzendes schreiben. Zusätzlich spielt auch die Unmittelbarkeit der Kommunikation eine Rolle. Das heißt, wenn ich schnell ein Hassposting schreibe, dann ist es innerhalb von 3 Sekunden draußen und ich kann dann gar nicht mehr zurückrudern, sondern es ist schon abgesendet. Auch der Nasty-Effekt spielt eine Rolle, sprich, wenn jemand beginnt, Hasspostings zu schreiben, dann entgleitet die Diskussion sehr schnell. Da gibt es verschiedene Studien dazu, die den Nasty-Effekt belegen. Und den kann man in jedem österreichischen Zeitungsforum und auf unserer Facebook-Seite immer sehr genau nachvollziehen. Sobald jemand beginnt, steigen alle auf das Niveau ein. Also es gibt so eine Nivellierung nach unten. Wir gehen dann meistens so damit um, dass wir wirklich verhetzende Inhalte löschen, negative Inhalte meistens zurückreihen und sehr viele User korrigieren den Diskurs. Das heißt, jemand schreibt etwas Beleidigendes und User greifen ein. Das heißt, dass wir als Seite eingreifen müssen, ist echt nur in Härtefällen oder wenn uns gerade danach ist und wir was Lustiges beitragen wollen. Aber meistens reguliert sich das ziemlich gut selbst und die wirklich verhetzenden Sachen löschen sowieso. Aber das hat sich als ganz gangbarer Weg eigentlich gezeigt für uns, mit großer Menge an negativen Postings umzugehen. Genau, das war es eigentlich schon. Wir sind am Ende angelangt. Ja. Unsere Uhr zeigt uns da an, dass genau noch 3 Minuten Zeit ist. Also ich glaube, es gehen sich 2 Fragen oder so aus. Und falls jemand Fragen hat, einfach aufzeigen. Ja, danke. Hallo, danke für die interessante Einführung in euer Thema. Ich hatte eine Frage, wie geht ihr mit Bildrechten um? Weil ihr bearbeitet Bilder ja auch manchmal. Wie tut ihr da? Kauft ihr die oder wie macht ihr das? Ja, gerade so Bildrechte ist was, das kann sehr schnell teuer werden, das haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Da muss man einfach darauf achten. Also wenn man jetzt irgendwie einen größeren Block hat, da muss man einfach darauf achten, wir kaufen eigentlich alle Fotos. Man darf auch, wenn man Fotos stark verändert, darf man jetzt zum Beispiel mal den Kopf von irgendeinem Politiker ausschneiden und neu montieren. Wichtig ist, dass eine satirische Verarbeitung stattfindet, dann ist Bildrecht nicht so wichtig, aber das ist was, da lohnt es sich einfach so 100, 200 Euro im Monat auszugeben und man spart sich halt so viel, weil da kann man dann schnell 3-4-stellige Beträge zahlen, wenn man da nicht aufpasst. Aber wenn man wirklich will, ist jedes Bild ein rechtefreies Bild. Man muss es wirklich wollen einfach. Man muss einfach mit Photoshop, ein bisschen sich mit Photoshop befassen und da irgendwas verändern und hier und dann geht es eigentlich schon. Gibt es sonst irgendeine Frage noch? Da oben, ja. Ja, auch nochmal danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage, wie viel journalistische Freiheit habt ihr beim Verfassen von Editorials oder werden die wirklich 1:1 vorgegeben? Nein, in der Regel schreiben wir das selber. Wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn wir schon Werbung machen, und als kleineres Medium sind wir leider darauf angewiesen, wenn wir schon solche Sachen machen, dann schreiben wir schon selbst, weil wir wollen halt, dass es irgendwie zumindest halbwegs lustig ist. Werbung, lustig sein, das ist immer so ein Kompromiss, da muss man sich immer in der Mitte treffen und das ist eigentlich in Wirklichkeit von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also manche Kunden, die kommen her und sagen, schreibt, was ihr wollt und haben auch irgendwie, lassen auch mehr zu, was so den Humor angeht. Und dann gibt es auch halt die total übervorsichtig sind.
naturgemäß würde ich immer empfehlen, dass man sich einfach was traut, weil die besten Appetorials waren auch immer die, wo wir einfach ein bisschen die Konventionen von Werbung verlassen durften. Logischerweise kann man jetzt in einer Werbung nicht alles schreiben. Es gibt auch gewisse rechtliche Facetten, die man beachten muss. Wir schreiben jetzt nicht so harten Humor wie in unseren normalen Artikeln. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass wir da komplette Freiheiten haben. Das ist, weil wenn ein Kunde dafür zahlt, dass wir jetzt über irgendwas, keine Ahnung, über sein Produkt, über seinen Fidget Spinner schreiben oder so, also da muss das halt schon irgendwie mit dem konform gehen. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ich darf mich noch einmal bedanken. Danke und viel Spaß noch. Viel Spaß noch.